Ich finde auch diese gefährliche Illusion, wenn ich krank bin, muss ich gleich zum Arzt. Genau. Der Arzt macht mich schon gesund. Das ist ja alles gut und recht. Aber eigentlich fängt es bei mir vorher schon an. Ich muss doch schauen, dass ich meine Selbstheilkraft so stark habe, dass ich gar nicht krank werde. Und aber diese Verantwortung zu mich als Person ist heutzutage abgegeben worden. Und das finde ich das Gefährliche dahinter, wenn wir von Gesundheit sprechen. Und das passiert im ersten Schritt über die Diagnose. Ah, jetzt weiß ich, ich habe eine so und so Störung. Also was die letzten 20 Jahre ja wie, ich weiß nicht, was inflationär geworden ist, ist ja dieser Begriff Autoimmunerkrankung. Also ich weiß nicht, wann der erfunden wurde. Und alles, was nicht irgendwie erklärbar ist, ah, es ist eine Autoimmunstörung. Und zu sagen, ah, jetzt weiß ich, ich bin autoimmunerkrankt von bababa. Und das ist wie eine Absolution zu bekommen. Es ist eine von dir unabhängige Erkrankung. Und damit gebe ich die Selbstverantwortung an einen Experten ab. Genau. Und das beginnt mit jeder Diagnose. Und zu sagen, ah, spannend, hier sind Symptome. Wo führen mich die Symptome von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen hin? Und da kommen wir zu diesen fünf Schritten der Selbstheilkraft. Also der erste Schritt ist eigentlich die Intention. Die Intention, die ich brauche, eine Neugierde, also eine Haltung, ein Entdeckergeist. Also wenn ich heute einen klassischen Patienten bei einem Heilbehandler erlebe, da ist null Entdeckergeist, null Neugierde, sondern das ist das Symptom, sag, was es ist, mach eine Diagnose. Mach mich gesund. Und mach mich gesund. Mhm. Und da fehlt null dieser Entdeckergeist. Mhm. Und das merke ich mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, also einen Hund zum Jagen zu tragen. Also jemand ohne Entdeckergeist, der braucht einen Heilbehandler. Also zu sagen, das ist die Diagnose und jetzt nimmst du das und jenes, wunderbar. Also da passt das zusammen. Und das ist eine geistige Haltung, die zusammenpasst. Und dieses, also die erste Frage damit nach der Intention, sag mal, interessiert dich denn das? Wo es dich hinführt, dass es so ist, wie es ist? Welche Gedanken, Gefühle, welche Emotionen tauchen da auf? Welche inneren Bilder? Hast du Lust, dass wir mit denen arbeiten? Und das ist sozusagen das erste Kriterium. Wer da keine Lust hat, der ist zumindest in diesem Moment zum Thema Selbstheilkraft noch nicht bereit. Herzlichen Dank für dein Interesse, in deine ureigene Schwingung zu kommen. Abonniere jetzt meinen Kanal und bewerbe dich für ein kostenfreies Erstgespräch in dem Link hier unten in der Beschreibung.